Von Walking on Sunshine kommen wir jetzt zur Freundin der Nacht, denn das bedeutet der Name unserer nächsten Performerin. Du kannst schon mal Backstage gehen. Wir freuen uns auf Samira. Yeah. Ah, die kann was. Die kann was, ja. Die kann R&B, Leute. Du und dein Army. Ich bin die Samira, ich bin 34 Jahre alt, bin Bürokauffrau und komme aus Ergolding, aus dem schönen Niederbayern. Aber die Frau wird auch der Hammer, denke ich. I hope. Du siehst übrigens wunderbar aus, der Bauer heute. Du siehst zuckersüß aus. Thank you, Bobo. Wir Frauen halten zusammen. Also ich bin ein sehr emotionaler Typ. Ich fühle alles immer irgendwie ein bisschen extremer wie andere Menschen und ich lasse das auch gerne raus. Also die Umwelt weiß, wie ich mich fühle. Ich bin leider immer extrem nervös vor Auftritten, egal ob das jetzt nur ein kleiner Auftritt in der Kirche ist oder wie auf so einer riesen Bühne wie hier. Ich habe leider noch kein Mittel gefunden, wie ich das abstelle. Ich habe mir so fest vorgenommen, das zu genießen und nicht zu nervös zu sein und einfach rauszuhauen und alle Leute hoffentlich mitzureißen. Sie hat ein super Outfit an, das würde ich sofort nehmen. Das ist so dein Stil, ne? Ja, ist schon mein Stil, ne? Aber mir ist das noch ein bisschen zu lahm. Ich hätte so eine richtig dicke, fette Goldkette oder irgendwie ein Fifi auf dem Kopf. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu viel Sekretärin für mich jetzt so. Sekretärin? Wer sitzt denn so im Büro? Hi, ich bin Samira und ich hoffe, dass wir alle gleich zusammen tanzen. Das sie, hoffen wir sie alle. Sie ist aus Bayern, weil sie rollt das R. Das ist Samira. Ja, und cool. Sie möchte jetzt tanzen. I wanna dance with somebody, Whitney Houston, sage ich dir. Wenn sie mich jetzt überrascht, fegt sie mich sofort von meinem Stuhl. Das Herz springt, die 100 springen. Es war nicht nur exciting, es war völlige Ekstase hier in diesem Raum, liebe Samira. Und ich kann mir vorstellen, du willst jetzt unbedingt wissen, ob du es ins Finale geschafft hast oder nicht. Sollen wir es dir verraten? Okay, hier ist deine Stimmenanzahl. Stimmen. Charles, du warst super excited. Ich fand's großartig. Du hast uns entertained, aber du hast auch gut gesungen. Ja, also ich will nicht zu viel ins Detail wegen Höhen und Tiefen oder wie auch immer. Punkt ist, du hast geliefert. Du hast es mit Freude, mit Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
FM. Das war ein Lied, bei dem bist du aufgesprungen nach 40 Sekunden. Ja, ich war so aufgeregt. Ich habe am Anfang wirklich mal kurz die Augen zugemacht. Dann habe ich gemerkt, ich sehe nichts mehr. Aber ich habe mir vorgestellt, als wäre es, das soll gar nicht böse sein, als sehe ich wirklich eine jüngere Deborah von mir. Ich hatte so ein bisschen Christina Aguilera-Vibes, dass du da ordentlich auch so einen Fighter rausballern könntest. Und ich glaube, wir werden da noch einiges von dir hören. Du siehst rattenscharf aus, um das übrigens auch mal zu sagen. Ich weiß ja nicht, was mit euch los ist, aber das ist schon ziemlich geil. Und ich freue mich, dich im Finale noch mal zu hören. Ja. Lia. Gar nicht mal so excited jetzt. Also erstmal, meine Kollegen haben auf jeden Fall einen guten Geschmack. Du hast wirklich super, super doll abgeliefert. Ich glaube, es liegt eher an mir. Du bist eine ganz tolle Sängerin. Du hast eine tolle Range und das beeindruckt mich eigentlich. Aber ich bin nicht der Fan von scharfen, spitzen Stimmen. Die spielen immer so, das war mir so ein bisschen alles ein bisschen zu scharf. Das ist nur mein Geschmack. Aber meine Stimme hat dir jetzt nichts abgetan. Also 96 Stimmen. Ich glaube, meine Kollegen haben besseren Geschmack als ich. Und das spricht heute für dich. Deswegen bist du well deserved im Finale. Und ja, tolle Leistung trotzdem.